Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Ja, Ron Schallenberg, Kapitän des SC Paderborn 07. Nach 3 Wochen Urlaub ist die Mannschaft zurück im Training, bereitet sich jetzt auf die Rückrunde vor. Wie gut war es, ein bisschen Abstand zu gewinnen, speziell nach den 4 Niederlagen vor der Winterpause? Ja, sehr gut und sehr wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, für alle einfach mal den Kopf frei kriegen, nicht an Fußball denken. Das tat auf jeden Fall gut und ich glaube, das merkt man jetzt auch schon hier die ersten Tage, die ersten Stunden, dass alle vom Kopf wieder deutlich frischer sind, wieder deutlich mehr Elan da ist und ja, alle vor Esprit sprühen. Welche Rolle hat die Fußball-Weltmeisterschaft in deinem Urlaub gespielt? Eine kleine, also deutlich kleiner als sonst im Sommer, wenn sie im Sommer wäre. Ich habe die Deutschlandspiele ganz normal verfolgt. Wenn mal ein gutes Spiel war, sonst in der Gruppe oder jetzt im Achtelfinale, schaue ich mir das auch an. Aber ja, schon weniger als sonst, aber ja, genau. Das Ausscheiden von Deutschland war eine Überraschung für dich oder eher nicht? Doch, schon überraschend. Also ich glaube, mit der Mannschaft darfst du in so einer Gruppe eigentlich nicht ausscheiden. Das Japan-Spiel war, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt, dass es nicht gereicht hat. Aber ja, nicht ganz meine Baustelle. Kurz vorm Trainingsstart kam die Nachricht, dass Fabian Wohlgemuth den Verein verlässt und zum VfB Stuttgart gegangen ist. Ja, wie schade ist das für den Verein und kannst du seine Entscheidung nachvollziehen? Ja, also seine Entscheidung kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, es ist schon eine Chance für ihn. Ein großer Verein in der Bundesliga. Ja, kann man verstehen, dass er die Chance wahrnehmen wollte und das jetzt auch gemacht hat. Ich glaube, für einen Verein ist es schon schade. Ich glaube, er hat jetzt hier in den 2 Jahren oder 2,5, was es waren, einen guten Job gemacht, viele richtige Entscheidungen getroffen und er hinterlässt wahrscheinlich schon eine kleine Lücke, aber wie das schon so häufig war, ich denke, es ist immer mal so ein Kommen und Gehen im Fußball und ja, die neue Person, aktuell Robin Troost und dann in ein paar Wochen wahrscheinlich jemand anderes, hat dann einfach die Aufgabe, daran anzuknüpfen, eigene Akzente zu setzen und ich bin optimistisch, dass das klappen wird. Was ist das Wichtigste jetzt in der Vorbereitung auf die Rückrunde, die am 27. Januar in Karlsruhe beginnt, damit die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückkommt? Ja, jetzt erstmal wieder konditionell auf ein gutes Level kommen und dann halt einfach wieder das Selbstvertrauen kriegen, was uns eigentlich den Großteil der Hinrunde ausgezeichnet hat, was dann in den letzten Spielen so ein bisschen gefehlt hat, so die Selbstverständlichkeit. Und das kriegt man einfach dadurch, dass man viel spielt, die Testspiele konzentriert gut angeht, sich wieder Vertrauen holt, Vertrauen zueinander, ja, einfach wieder so ein bisschen ins Marschieren kommt. Und da bin ich optimistisch, dass das so wird, dass wir in der Rückrunde wieder gut spielen werden. Vielen Dank. Gerne.